Zeig nicht mein Geheimnis. Das sind meine Hentais drin. Nein, ich hab den. Ich hab kurz den Regenschirm zugemacht, weißt du? Das ist ein Profi-Trick, der man. Wow! Okay. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Hello Neighbor und willkommen vorm Nachtraum. Wir gehen jetzt da hinein. Ich öffne ihn und stell was in die Tür. Und zwar diesen Stuhl. Rabiat, zu unsicher. Zu bescheuert. Hallo? Nee. Ich stelle dann. Ich hoffe, dass das hält so. Sieht gut aus, sieht gut aus. Sonnenraum? Okay, was? Was? Da muss ich bei Tag rein, ja ganz klar. Aber den Raum haben wir jetzt geöffnet und blockiert. Nachbar, wir brauchen mal eben eine Fickung! Das würde mich doch jetzt gerade mal stark interessieren. Was passiert eigentlich mit mir, wenn. Ich sitze dann in der Bahn drin? Ich kann fahren? Willkommen. Man nennt mich auch den Fahrer. Das ist ja edel. Okay, Bahn, bleib mal stehen. Ah, gar kein Problem. Scheinbar doch. Ich weiß nicht, wie ich jetzt... Los. Eben hat sich dieser Henkel bewegt. Nun ja, muss ich vielleicht doch von der Station machen. Dann nehme ich alles zurück, mal das Gegenteil, was ich gerade gesagt habe. Hallo? Los. Oh, die Bahn ist aus. Okay. Also so ist sie auf jeden Fall aktiviert. Oh fuck, nee, die hängt. Nein! Bähnchen, du wirst doch jetzt nicht hängen. Ich glaube, das ist irgendwie schlecht. Achtung, 360 No-Scope auf das Ding. Wow. Wow! Oh! Ich habe einen großen Scheißhaufen gebaut hier, wirklich. Ja, von dem Teil hätte ich darüber fliegen können. Shit. Oh! Hallo. Okay, ich hoffe, die Bahn fährt wieder so... Ich bin so durchgenudelt, ne? Egal, jetzt ist immerhin Sun. Wir können den Sun-Tag-Raum überprüfen. Ich hoffe, er ist nicht hier vorne. Sehr gut, er ist irgendwo im Gebüsch. Ich weiß auch nach wie vor nicht, wofür ich das hier hab, ne? Keine Ahnung. Okay, Leute. Ich habe die Taschenlampe dabei. So wurde mir zumindest geraten, dass ich die... mitnehme. Auch nicht schlecht. Aber ich sehe jetzt nicht genau, wofür ich die Taschenlampe brauche. Ist das, was steht da? Wow! Habe ich es abgerissen jetzt? Ja, wahrscheinlich. Guck mal, Xbox One! Nice, Mann. Schade, dass ich jetzt die Fernbedienung nicht dabei habe. Hätte mich interessiert, was das Teil abspielt. Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Ich lege am besten immer das Rifle weg. Ich weiß nicht, ob ich das Rifle für irgendwas zwingend brauche. Deswegen lege ich es weg. Es kommt mir zumindest am unnützesten vor. Was habe ich denn jetzt aufgehoben? Noch eine? Hä, wo kam jetzt die Taschenlampe her? Oh. Also ich verstehe diese Räume nicht. Was habe ich denn jetzt davon? Gar nichts. Hier ist nichts. Hier kann ich auch nichts machen, oder? Da ist ja irgendwie ein Schlüssel versteckt. Ganz genau hingucken. Oh! Okay. Oh, was ist das denn? Ich kann die Sachen... Nein! Fuck! Mit dem Regenschirm werde ich herauskommen. I'm stuck! Hammer time! Das ist sehr schwach jetzt gerade. Kann ich mich irgendwie umbringen? Ich kann ja auf New Game drücken. Aber warte. Wenn ich Save and Quit drücke und dann das Spiel neu starte. Ja, und der Zug fährt wieder. Und wir haben noch alles. Wow, 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 oh mein Gott, ey. Zirkel, da bist du ja wieder, du Guto. Wie soll ich denn den hier anhalten und dann auf den Zug drauf springen? Ist ja unmöglich. Passt auf, ich time das jetzt so dermaßen krass mit dem Zug, ne? Dass euch die Ohren rausfallen. Wie halte ich ihn eigentlich an? So? Okay, fahr weiter. 21, 22, 23, 24, Penis. Wer ist der verschissenste Kerl auf der Welt? Ich hoffentlich nicht, aber hab ich das Ding gestoppt oder hab ich das Ding geil gestoppt? Ha? So, wie komme ich da jetzt drauf? Gar nicht, ne? Ich heiße Angela, hallihallo. Hi, ich lade euch ein zu meiner Show. Guckt euch mal die Stadt hier an. Und schaut doch mal, was ich jetzt kann. Fuck, es ist ziemlich close hier dran. Das reicht nicht, scheiße. Ah, halt, Kisten. Ja, ich bin bescheuert. Ich komme da nicht hoch. Kisten for the win, oh yeah. Hoffentlich könnt ihr da nicht durchfallen. Oh yeah, unsichtbare Wand. Ich meine, unsichtbarer Boden. For the fucking win. Ich glaube, ich komme da nicht durch, ne? Ich habe die zu nah rangefahren. Ich dösbattle. Ich hätte das die ganze Zeit mit Kisten machen können. Fuck, Mann, der Zug blockiert mich. Scheiße. Wo ist denn mal dieser scheiß Bahnhof? Bitte, er ist nicht hier unten, ne? Oh nein. Jetzt bin ich ja noch verreckt. Jetzt gehe ich hier rüber, mach den Zug an und dann direkt wieder aus. Dann kann er ja... Fuck, hier ist es gar nicht. Wo ist denn das? Ah, das ist da unten, gell?
Komm, Mary Poppins, jetzt bitte funktionier einfach. Gut. Gute Mary Poppins. 3, 2, 1, 0! Sollte reichen. Also sage ich jetzt einfach mal so, dass es reicht. Neighbor, du kriegst mich eh nicht. Wow, ist das aber echt. Da habe ich aber wirklich. Ah, der hält er hier an. Hast du recht, der hält hier an. Warum haben wir da nicht von vornherein dran gedacht, dass wir das einfach mit Kisten machen können? Was ging da durch unseren Kopf durch? Ja, ich kann das nicht sagen. Ich schaue in die Kommentare und werde denjenigen verklagen. Nee, Quatsch, alles gut, alles gut, alles gut. Wir müssen noch ein bisschen mehr hier draufstellen. No! Okay, jetzt will ich es wissen, Leute. Jetzt will ich es wissen. Ha! We have it gepaked! No! Bitte irgendwo hin, wo ich drauf kann. Schnell! Das war jetzt ja wohl der Fail des Jahrhunderts, was ich hier getrieben habe. Zum Glück bin ich so ein richtiger Athlet in dem Spiel. So ein Hardcore-Athlet sozusagen. So ein Uni-Athlet. Gut, gut, gut. Jetzt nichts riskieren. Einfach nur auf dieses blöde Ding springen. Das schaffe ich nicht. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Wie konnte ich mich nur so verrechnen? Was liegt denn hier? Warum liegt denn hier draußen im Sessel? Habe ich den da hingelegt? Wahrscheinlich, ne? So wie ich mich kenne. Egal, wir wollten erst noch ganz geschwind dieses Sunroom, Nightroom Scheißdreck nachgucken. Hier ist trotzdem alles zu. Ich kann hier auch nirgendwo durch. Also diese Sunroom, Nightroom Geschichte hat mir gar nichts gebracht. Aber kein Problem für den haarigen Haribo Bernd. Bringen wir erstmal ein bisschen Licht in die Sache. Neighbor, 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 neighbor. No. No, you fucking bitch, you can't get me. I'm so fucking good. Hat er gerade zugemacht? Was? Er hat mich echt gesnitcht, ne, der Kerl. Mich gekriegt, Dreckarsch. Weh, der ist jetzt zu. Jawohl, ist offen. Ich gehe direkt hoch. Ich habe aus dieser Erfahrung gelernt. Das hat mich jetzt echt ein bisschen gefuchst. Sie hat mir gesagt, ich muss diese auf dieses Kart, auf das er gar. Ach so. Muss ich vielleicht einfach das Ding hier parken? Hier ungefähr. Auf das Rohr und dann auf das Kart, um da hochzukommen. Auch wenn da eine Dachschräge ist, vielleicht komme ich ja trotzdem da hoch. Auf manchen Dachschrägen konnte ich ja auch laufen. Nicht auf diesen krassen, aber das ist nicht so eine krasse. Oh mein Gott, nee, oder? Das kann nicht sein, dass ich jetzt die ganze Zeit hier vor diesem Scheiß stand und hier rumprobiert habe und irgendwelche Schnurrbartbilder abgehängt habe. Los, Saftsack, los! Come on, Train. I need your heat, Train. I need your heat. No! Ich hasse mich. So, wie habe ich vorhin gezählt? Da kommt der Zug, da kommt der Zug, da kommt der Zug. Das war nämlich optimal. Also, ich habe ab hier, glaube ich, einfach bis 24 gezählt. 21, 22, 23, Sackgesicht. Bitte, 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 bitte. Es ist so typisch, Mann. Weil ich vorhin einfach auf gut Glück gemacht und direkt richtig gehabt. Und jetzt so ein Scheißdreck da. 1, 2, 3. Jawohl. Perfekt, perfekt. Scheiße, jetzt muss ich aus drum gehen, Mann. Nicht ganz. Jawohl. So. Also, locker dahin. Ha! Gut, 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 gut. Regenschirm, war der offen? Ja, der war offen, ne? Achtung. Ha! Ja! Okay, okay, okay. Jawollo! Dieses Dach, ich muss dann von hier oben rüber jumpen, dass ich das überhaupt gebacken bekomme, denn... Wir sind ganz oben! Wir haben's geschafft! Ah, yeah! Wow, 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 wow! Ja, geil! Ey, von hier kommen wir easy dahin und in diese Dachschräge rein. Wer weiß, was das bringt. Was... Sag bloß, wir... Wir können hier die Ding ausschalten, die Scheiße. Kann ich hier einfach rein? Sterbe ich dann? Wie kriege ich das jetzt aus? Ich habe nichts zum Reinschmeißen. Ich will jetzt nichts von den Sachen... Kann ich da was rausziehen vielleicht? Eine Schraube? Oder ein Zahnrad? Kann ich da vielleicht einfach reinschießen und dann ist... Cha-ching, cha-ching, motherfucker! Hey! Budding, budding! Ja, nice, nice, nice. Aber was bringt mir das jetzt? Ich gehe erstmal in diese Kiste da drüben. Nein, ich bin ja aber ich habe Schwierigkeiten, darüber zu kommen. Ich schaff's von hier. Ja, locker, flockig vom Hocker, Mann. Leute, das ist bestimmt die Ultra Secret. Was? Warte mal. Den roten Schlüssel haben wir am Anfang direkt gehabt. Ach, scheiße, jetzt bin ich hier unten. Den roten Schlüssel haben wir ganz am Anfang gehabt bei uns im Auto. Der ist am Magnet drin, der ist wahrscheinlich jetzt aus. Air Magnet, es ergibt alles einen Sinn. Aber jetzt habe ich ja echt eine scheiß Ausgangsposition, ne? Egal. Mit ordentlich... Oh, schade. Jawohl, hallo. Gut, 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 gut. Wir müssen nur hier hoch. Wir können nicht hier drüber springen, weil der Wagen im Weg steht. The Neighbor, wie er abeskaliert. Weißt du, ich habe gleich sein dreckiges Geheimnis gelöst und er meint, er kann mich irgendwie noch anfassen von da unten. Mit seinen dreckigen Fingern. Nein, ich habe keine Boxen mehr. Ah, da sind sie. Vorsichtig. Ah! Yeah. Yeah. It's fucking good, dude. Oh, voll der schiefe Turm hier. Ja, es ist alles aus. Na, 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 na. Oh, die Brechstange, stimmt. Die habe ich ja ganz am Anfang gefunden.
Und da ist der grüne Schlüssel. Grün? Was bringt mir der verschissene grüne Schlüssel? Ich brauche einen roten. Wo habe ich den roten? Warte. Der hängt bestimmt hier in der Wand, oder? Bitte sei da. Ja! Da unten ist er irgendwie versteckt. Ich kann jetzt gerade nicht. Ach, ich habe gerade so eine Panik bekommen. Ich dachte, okay, ich bin durchgenudelt bis zum Anschlag. Eine zweite Taschenlampe? Fick dich, Mann. Komm, die Brechstange nehmen wir auch mit. Damit können wir dann unten aufmachen. Ich schmeiß die Tessen Slam mal hier rein. Da ist sie gut. Da ist sie gut zugänglich. Das ist so cool, wie es hier alles einen Sinn ergibt und zusammenpasst und links und rechts. Ich schmeiß auch unseren Elektroknecht mal hier vorne hin und nehme noch die Stange mit. Okay, jetzt bin ich aber gerade mal gespannt, nicht wahr? Jetzt bin ich gerade mal ein bisschen gespannt. Achso, wir müssen uns ja erst hier wieder hochbauen, ne? Na, haben wir alles. Roten Schlüssel und Schirm, mehr brauchen wir nicht. Hier sind unsere, vielleicht nicht auf den Schienen. Da drüben bitte hin, danke. Du auch, du kleiner Magnet. Ich weiß nicht genau, was der Magnet... Hat der Magnet uns überhaupt irgendwas gebracht? Ha! Ja, ja. I can feel it. I can feel the pain. Der Nachbar steht unten und denkt sich, nein, zeig nicht mein Geheimnis. Das sind mein Hentais drin. Nein, ich hab den... Ich hab kurz den Ringschirm zugemacht, weißt? Das ist ein Profi-Trick, der Mann... Wow! Okay, here we go. In der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich die Tür öffne und... Ich wollte gerade sagen, Gott, das ist still. Und wenn ich die Endtür öffne. Wir haben die Keycard-Stelle ja schon geöffnet. Das heißt, wir brauchen nur noch die Brechstange, um die Bretter zu entfernen. Und schon können wir rein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. I gonna hit the sun, because I can.